Jo Leute, heute gibt es mal wieder einen Vorbrenner aus legalen Chemikalien, und zwar Magnesium-Schwefel. Vorbrenner habe ich ja schon mal getestet, 1:1 Magnesium-Schwefel in eine Hülse gepresst. Gab einen weißen Vorbrenner, und jetzt möchte ich probieren, was passiert, wenn man dazu Kohle beimischt. Also einfach Holzkohlepulver. Was genau dann drin ist, seht ihr, dann steht ja noch mal dran. Hergestellt habe ich den einfach wie in dem Video, was jetzt in der Infokarte ist, beziehungsweise in der Playlist in der Infokarte. Wie immer einfach die Mischung trocken mit einem Holzrammer und Hammer in eine Hülse gepresst. Genau, schauen wir mal, ob das Ganze irgendwie vielleicht ja so Holzkohlefunken eben erzeugt und anders brennt. Also es hat auf jeden Fall länger gebrannt als andere Sachen mit Magnesiumschwefel, und es war auch nicht mehr so hellweiß wie einfach nur Magnesiumschwefel, sondern es war jetzt mehr golden eigentlich, und es hat echt lang gebrannt. Also man hat ja gehört, wann es aufgehört hat zu brennen, als es aufgehört hat so zu zischen. Ja, bis dahin hat es gebrannt. Funken hat es jetzt nicht so viel erzeugt, wie zum Beispiel wenn man Eisenpulver oder so da rein tun würde. Ja, also ist jetzt mehr zu einem Goldvorbrenner geworden. Genau, ja, Sterne wird man aus sowas leider nicht machen können. Das habe ich aber schon mal in einem anderen Video erläutert. Das ist auch in der Playlist, in der Infokarte. Da habe ich versucht, aus legalen Chemikalien farbige Sterne zu machen. Und da erkläre ich auch, warum es nicht geht. Genau, jetzt gibt es noch eine Slow-Mo. Viel Spaß.